ist ein Schachbrett und das ist aufgebaut wie eine echte Ritterburg. Faszination Schach, euer Kinderschachkanal. Nachdem wir alle Figuren nun kennengelernt haben, wissen wir, wie die Dame, der Turm, der Läufer, der König, der Springer und der Bauer ziehen können. Sonst guckt euch die anderen Videos noch dazu an. Lernen wir heute etwas über die Wertigkeit. Warum haben die Figuren einen Wert? Damit man überhaupt weiß, rechnet man in sogenannten Bauerneinheiten. Der Bauer, die kleinste Figur, klein und fein, flink und geschwind, ist eigentlich ein Punkt wert, sagt man. Man kann auch sagen, Eiskugeln. Der Bauer ist eine Eiskugel wert. Das heißt, wir stellen hier, weil wir hier so eine schöne 1 haben, mal alle Bauern auf die erste Reihe. Da dürfen die eigentlich nicht stehen, aber jetzt nur für die Punkteskala ist das mal in Ordnung. Sonst stehen die ja immer schon auf der zweiten Reihe. Ne? Das kennt ihr ja von dem Aufbau aus dem ersten Video, von der Ritterburg. Dann haben wir den Springer, weil der schon viel mehr kann als der Bauer. Der ist 3 Punkte wert. Stellen wir den mal hier hin. Da kann 3 Punkte. Genauso wie der Läufer. Der Läufer ist genau wie der Springer eine sogenannte Leichtfigur, sagt man dazu. Der ist auch jeweils 3 Punkte wert. Als nächste Figur haben wir den Turm. Der Turm, weil der so langschrittig ist, sehr weite Felder auf einmal über sich schaffen kann, ist 5 Punkte wert. Das heißt, der ist 5 Bauerneinheiten wert. Den stellen wir auf die 5. Und dann haben wir die Dame. Die Dame ist ja die stärkste Figur im Schach. Die kann ja mehr. Wir hatten in der Lektion 2 schon gelernt, dass er ziehen kann wie ein Turm und wie ein Läufer zusammen. Aber der kann nicht nur wie ein Turm und wie ein Läufer zusammen, sondern auch wie der andere Läufer. Das heißt, der kann auch noch seine Farbe wechseln, dann auf weiß und auf schwarz gehen. Deswegen sagt man, die Dame ist 9 Punkte wert. Das reicht gar nicht mehr bei unserer Skala. 8. Der ist 9 bis fast 10 Punkte wert. Okay? Und dann haben wir als wichtigste Figur im Schach, den dürft ihr nie verlieren, das ist der König. Und wenn man den nicht verlieren darf und man den gar nicht aufrechnen kann mit anderen Figuren, sagt man, der König ist unendlich viele Punkte wert. Das heißt also, so viel Eiskugeln könnt ihr auch gar nicht essen. Ich sowieso nicht, aber ihr auch nicht, weil der ist unendlich viel wert. Okay? Das heißt also, der wird da hinten irgendwo bei euch stehen. Das geht gar nicht. So weit geht das. Okay? Das heißt, jetzt wisst ihr ein bisschen was, wie die Punkte wert sind. Also, wir fangen an. Der Bauer ist 1 Punkt wert jeweils. 8 Stück wären dann auch 8 Punkte oder 8 Eiskugeln. Dann haben wir den Springer, der ist 3 Punkte wert. 2 Springer sind 6 wert. 3 plus 3 ist 6. Und ein Läufer ist auch 3 Punkte wert. Und ein anderer Läufer auch. Einer ist immer auf dem weißen Feld, einmal immer auf dem dunklen Feld. Nicht vergessen. Und dann haben wir die Türme. Jeweils 5 Punkte wert. Und dazu noch die Damen. Damit wir ein bisschen verstehen, warum das so ist. Manche sagen ja, der Springer mag ich ja viel lieber als der Turm. Das ist richtig. Manchmal ist der Springer nämlich auch mehr wert. Das heißt, ihr dürft euch nicht zu sehr davon blenden lassen, dass der jetzt 3 Punkte wert ist und der andere 5 Punkte wert ist. Das heißt, es ist nur eine allgemeine Rechnung. Ja? Dass ihr einfach so ein bisschen wisst, wie viele Punkte die wert sind. Weil manchmal kann ein Springer viel, viel stärker sein, wenn ihr eine Position habt, wo ein Turm zum Beispiel gar nichts ausrichten kann. Ja, das heißt, das ist oft eine verschachtelte Position, wenn der Turm zum Beispiel eingesperrt ist von seinen eigenen Bauern und der Springer ist schon in freier Natur, ne, in der Wildbahn unterwegs und der sieht auf einmal schon viel mehr als der Turm, der halt noch gar nichts macht. Generell ist euch aber bitte zu sagen, dass ihr versucht, alle Figuren mitspielen zu lassen, alle ihre Eigenschaften, Fähigkeiten immer abzurufen, dass alle mit an Bord sind und dass alle optimal dabei sind. Ja? Und das gucken wir uns im nächsten Video an, wenn wir uns mit den goldenen Eröffnungsregeln beschäftigen. Dann sehen wir, worauf es ankommt im Schach, dass alle gut mitmachen und nicht nur ihre Punkte wert sind, sondern warum sie diese Punkte wert sind. Da freue ich mich schon sehr drauf. Abonniert den Kanal, dass ihr das nicht verpasst, wann wir das nächste Mal wieder dabei sind. Und sonst schaut euch nochmal die Figuren genau an, wie sie ziehen. Ich freue mich auf euch. Euer Kinderschachkanal.